Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 15. Adventskalendertürchen das Buch Das Labyrinth des Faun vor von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Ein Buch, das ich in diesem Jahr mit einer ganz lieben Freundin gelesen habe und es lag gefühlt schon viel zu lange auf dem Sofa. Nein, das tatsächlich glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist auch dieses Jahr erst bei mir eingezogen. Aber es gibt dazu einen Film, den ich nicht kenne, den ich mittlerweile aber auch schon auf DVD, Blu-ray irgendwie hier habe, auf den ich mich auch freue. Denn das Buch hat mich absolut umgehauen. Wir sind hier im Jahre 1944 und treffen auf Ophelia, genau die mit ihrer Mutter, die schwanger ist, in Spanien in die Berge zieht. Sie hat sich neu verheiraten müssen, also die Mutter, weil der Vater von Ophelia verstorben ist. Und so zieht sie jetzt eben auch zu dem Vater des jetzt bald kommenden Kindes. Ophelia fühlt sich da aber überhaupt nicht wohl und fühlt sich auch in Gegenwart des neuen Stiefvaters nicht wohl. Man merkt richtig, wie sie sich beklemmt fühlt, was für eine Autorität er ausstrahlt und ja, was für ein harscher Ton und was scheinbar auch für ein böser Mann ihr Stiefvater ist. Doch dann tut sich irgendwie einmal ein Tor auf und sie findet heraus, dass es eine Legende gibt, dass eine Prinzessin verloren gegangen ist und ja, dass sie hier so ein bisschen darin mitwirken kann und es öffnet sich eben eine magische Welt für sie. Eine Geschichte, die einfach wunderbar war. Zum einen wirklich zum Schreibstil, muss man echt sagen, der ist sehr ergreifend, er ist mitreißend und er hat eine absolute Sogwirkung gehabt. Also ich fand es wirklich toll, wie atmosphärisch diese Geschichte war, wie uns diese Angst von Ophelia rübergebracht wurde, diese Beklommenheit, diese damalige Zeit, dieses karge Leben in den spanischen Bergen. Man fühlt förmlich auch diese Beengung, die Ophelia hat und das hat wirklich sowohl, also Cornelia Funke mit Del Toro richtig, richtig toll gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das so überhaupt zustande kam mit Funke, ob die einfach diese Geschichte nacherzählen wollte. Denn Del Toro hatte Japans Labyrinth, also das Buch, geschrieben, beziehungsweise war da der Regisseur und ich weiß gar nicht, wie jetzt Cornelia Funke dazu gekommen ist. Aber sie wollte es als Buch ja im Grunde niederschreiben und das hat sie wirklich großartig gemacht. Ich habe auch tatsächlich noch gar nichts von Cornelia Funke geschrieben, war also auch mein erstes Buch und ich mochte es wirklich, wie es atmosphärisch war, wie es packend war, spannend war, es war düster und wenn wir dann aber in diese magische Welt kommen, wo wir eben auch auf den Faun sozusagen treffen, ah, das war ganz toll. Das hatte wirklich Magie, das hatte Zauber, das hatte etwas ganz Magisches und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte auch die Dialoge, die da drin geführt wurde, die Wichtigkeit manches Gespräches, wie wichtig es auch manchmal ist, einfach das Böse zu erkennen und das Richtige dann zu tun. Ich mochte auch, wie es endet, auch wenn ich da das ein oder andere Tränchen verdrückt habe. Es war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, die mich sehr ergriffen hat, die mich ja wirklich mit Sogwirkung eingezogen hat und wir darin sehr, sehr gerne gelesen haben. Und ja, nach Abschluss des Lesens haben wir dann eben auch gesagt, wir holen uns auf jeden Fall den Film, den wollen wir jetzt auch irgendwie in nächster Zeit noch zusammen anschauen und da freue ich mich besonders drauf. Ich habe auch ein paar Stellen markiert, unter anderem so viele Fragen. Menschen stellten sie über alles und jedes, doch darin Antworten zu finden, waren sie gewöhnlich nicht halb so gut. Hier hat eine Fee durchaus wahre Worte gesprochen. Sehr schön fand ich auch, wir alle erschaffen uns unsere eigenen Märchen. Und das, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen so. Dann gibt es auch einen wunderbaren Brief. Hier ging es um eine Uhr, die stehen bleibt. Wird eben derjenige, der sie besitzt, sterben. Sie kennt die genaue Stunde, Minute und Sekunde, denn der Uhrmacher hat euren Tod darin eingeschlossen. Und versucht nicht, die Uhr zu zerstören. Euer Lebensende würde nur noch früher eintreten. Und das ist so ein bisschen diese Magie, die hier eingefangen wurde. Ja, dass wir eben auch eine Uhr haben, die ja das Sterbedatum sozusagen schon vorsagen kann. Und hier haben wir auch noch etwas Schönes, denn es heißt, manchmal macht die Finsternis in der Welt selbst die Heiler zu Schlechtern. Also ein wunderbares Buch, sehr poetisch, richtig atmosphärisch, richtig schön. Ja, hat absolut einen Platz in meinen Highlights in diesem Jahr verdient. Und das war's jetzt auch schon, das 15. Türchen. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Türchen, beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.